Und wir kommen zum letzten Vortrag dieser Session. Die Referentin ist Frau Dr. Andrea Meyenberg. Sie ist Kaderärztin auf der Medizinischen Universitätspoliklinik und leitet dort unter anderem mit Frau Dr. Bob auch die Sprechstunde für Post-Covid. Und das Thema ist natürlich Long-Covid. Vielen Dank, Andrea. Lieber Stefano, herzlichen Dank für die Einführung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen zu dieser MedArt. Wenn man einen Vortrag macht, heißt es eigentlich immer, man soll sein Publikum kennen. Das wird jetzt etwas schwierig, dass wir uns gut kennenlernen, aber ich hätte eine Frage an Sie. Wer von Ihnen betreut regelmäßig Patientinnen und Patienten mit Post-Covid oder Long-Covid? Wir machen das Old-School mit Hand hochheben. Herzlichen Dank. Das können nicht alle sehen, aber ich würde sagen, so 50-70% der hier im Saal verbringenden oder anwesenden Leute betreuen regelmäßig Patienten mit Long-Covid oder Post-Covid. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich so an die letzten 3 Jahre Pandemie denke, dann merke ich, dass ich auch viele Erinnerungen bereits wieder vergesse. Die Ausnahmezustände, der Lockdown, die leeren Straßen, aber auch die Dankbarkeit, die wir erfahren haben von der Bevölkerung, dass wir täglich zur Arbeit gefahren sind. Dann aber auch die Panikkäufe, der Kampf um Toilettenpapier und die mühsamen Stunden in Schutzkleidung, die wir bei den Patienten verbracht haben, vor allem initial, wo wir nicht genau gewusst haben, wie schlimm oder wie gravierend diese Pandemie und diese Erkrankung, die da auf uns zukommt, wirklich ist. Währenddem wir oder ich am Vergessen bin, lässt diese Pandemie eine Gruppe von Patientinnen und Patienten zurück mit einem nebulösen Symptom, von dem wir bis dato eigentlich noch nicht sehr viel wissen und aber auch noch nicht wirkliche gute Behandlungsansätze anbieten können. Mein Ziel ist es, Ihnen in den nächsten 20 Minuten, Stefano wird mich sonst unterbrechen, wenn ich 30 Minuten spreche, ein bisschen aufzuzeigen, wo Klarheit herrscht, welche Wissenslücken es aber noch zu schließen gilt und nach welchen Guidelines wir die Patientinnen und Patienten in unseren Sprechstunden betreuen können. Ich fange an mit einem Fall, und zwar geht es um eine 33-jährige Patientin. Sie kennen sie aus ihrer Sprechstunde. Vor 5 Monaten haben sie bei ihr die Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion gestellt. Sie ist Mutter von 2 Kindern, arbeitet 50%, sie hat einen Bürojob. Sie war eigentlich bis dato immer gesund, kommt jetzt aber zu Ihnen und berichtet von einer andauernden Leistungsminderung, Müdigkeit, rezidivierenden Kopfschmerzen, die sie zeitweise tagelang ans Bett fesseln. Und sie fühlt sich deutlich psychisch belastet, weil sie ihren Aufgaben zu Hause, aber auch bei der Arbeit nicht mehr nachkommen kann. Sie machen eine klinische Untersuchung, diese fällt unauffällig aus. Und die Frage an Sie ist jetzt, wie gehen Sie vor? Und ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Das funktioniert ja hier so nach dem Prinzip Zufallsgenerator. Aber doch, wir haben die richtigen Antworten. Sie können wählen zwischen Sie beruhigen die Patientin und klären Sie darüber auf, dass in den meisten Fällen eine gute Erholung eintritt. Sie machen ein Labor und eine MRI-Untersuchung. Sie verschreiben eine Physiotherapie oder Sie nehmen auch Ihr psychisches Leiden ernst und überweisen Sie an die Psychosomatik. Also wenn ich das richtig sehe, ich sehe den obersten Balken nicht, das verstehe ich nicht ganz, aber wenn ich die Zahl richtig interpretiere, würden doch die meisten von Ihnen sie beruhigen und die zweitmeisten würden ein Labor und ein MRI-Schädel machen, einzelne verschreiben Physiotherapie und einzelne überweisen sie zur Psychosomatik. Ich werde auf diese Antworten im Laufe meines Vortrags eingehen, dann können wir wieder zurückwechseln zu der Präsentation.
Damit wir alle vom Gleichen sprechen, möchte ich ganz kurz mit Ihnen die aktuelle Definition der WHO anschauen. Das ist noch nicht eingeblendet. Ja. Der WHO anschauen, wie wir eigentlich das Post-Covid-Syndrom definieren. Folgende Kriterien müssen vorhanden sein. Es braucht eine wahrscheinliche oder eine bestätigte SARS-CoV-2-Infektion. Und Sie sehen schon hier bei diesem Kriterium, dass es das nicht ganz einfach macht, wirklich auch die Diagnose des Post-Covid-Syndroms zu stellen. Beschwerden müssen 3 Monate nach der Akutinfektion noch vorhanden sein und dies über einen Zeitraum von mindestens 8 Wochen. Und es braucht Einschränkungen der Alltagsfunktion, der Lebensqualität oder auch des Sozial- und Arbeitslebens. Und natürlich, die Beschwerden dürfen nicht erklärbar sein durch eine alternative Diagnose. Wenn wir uns anschauen, mit was unsere Patientinnen und Patienten in unsere Sprechstunde kommen, präsentieren sie sich mit einer Vielzahl von Beschwerden. Das macht es auch nicht ganz einfach, insbesondere weil es natürlich auch viele Differentialdiagnosen zu bedenken gibt. Auch in der WHO-Definition enthalten sind die häufigsten Beschwerden. Das ist gemäß WHO sind das die Fatigue, die Kurzatmigkeit und auch kognitive Störungen. Ein weiteres Symptom, das wir sehr häufig auch in den Medien beispielsweise im Zusammenhang mit dem Post-Covid-Syndrom hören und auch von anderen Erkrankungen wie beispielsweise vom Chronic Fatigue-Syndrom kennen, ist die Belastungsintoleranz. Was ist das eigentlich genau oder was verstehen wir darunter? Die Patientinnen und Patienten beschreiben, dass sie nach einer Anstrengung, und mit Anstrengung kann das eine körperliche, aber auch eine kognitive Tätigkeit sein. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass man einfach im Zugabteil sitzt, wo viel Lärm auf einem einprasselt, dass dies akut Beschwerden auslösen kann. Akut heißt unmittelbar nach dieser Exposition oder nach dieser Aktivität, aber auch mit einer Latenz von bis zu 2 Tagen. Die Beschwerden sind auch sehr unterschiedlich. Es können Schmerzen sein, Muskel-Gelenkschmerzen, es können grippale Symptomatiken sein, es können kognitive Einschränkungen sein, Schlafstörungen oder auch Kreislaufbeschwerden. Die Patientinnen und Patienten, die davon betroffen sind, beschreiben diesen Zustand häufig als Crash oder Zusammenbruch. Unerfreulicherweise kann dieser Tage, Wochen, aber teilweise auch Monate andauern. Und ich glaube, ein zentraler Punkt in der Patientenbetreuung ist, dass wir schauen, dass es nicht zu diesen Crashs kommt. Wir wissen ja eigentlich sehr gerne, was eigentlich die pathophysiologische Grundlage dieser Erkrankung ist. Und wir finden dazu sehr viele Theorien. Es gibt Theorien zu Persistenz von Virusbestandteilen, systemischer Inflammation, dann aber auch Reaktivierung von anderen Pathogenen, die allenfalls die Beschwerden verursachen, ein Einfluss des SARS-CoV-2-Virus auf das Mikrobiom, dann auch mikrovaskuläre Prozesse, Mikrothromben, endotheliale Dysfunktion und auch Autoantikörper. Wenn wir uns noch einmal verdeutlichen, die Symptomatik, welche wir gesehen haben in dieser Infografik, dann können wir uns ja kaum vorstellen, dass es nur eine Erklärung für diese Vielzahl von Beschwerden gibt. Und das ist auch die aktuelle Meinung, dass wahrscheinlich viele verschiedene Ursachen das Post-Covid-Syndrom verursachen können. Und wir brauchen wirklich gute Untersuchungen, damit wir zur Ätiologie verlässliche Daten haben, damit wir dann auch gute Therapien prüfen und anwenden können. Was wir hingegen wissen, ist, dass der Impfstatus einen gewissen protektiven Einfluss hat. Was wir auch wissen, ist, dass je nach Virusvariante es zu weniger Auftreten von Post-Covid-Beschwerden kommt. Also Omikron zeigt weniger Post-Covid wie Delta beispielsweise. Eine absolut zentrale Frage für uns alle ist natürlich, wie ist denn überhaupt der Verlauf?
Und wir haben hier Daten, die sind eigentlich gerade druckfrisch aus Zürich. Und die Kollegen aus Zürich, die haben mittels Fragebogen, welche sie geschickt haben, an eine Auswahl von Patientinnen und Patienten, die im genannten Zeitraum einen positiven SARS-CoV-2-Test haben sie nach Beschwerden gefragt. Dies mit Fragebogen nach 6, 12, 18 und 24 Monaten. Was sie auch gemacht haben, ist dann die Schweregrade noch unterteilt, also wie sie das eingeschätzt haben, leichte Einschränkungen, moderate Einschränkungen oder schwere gesundheitliche Einschränkungen. Und Sie sehen hier an dieser violetten Linie, dass über die Zeit die Beschwerden rückläufig sind oder die Anzahl der Personen, die Beschwerden angegeben haben. Sie sehen aber auch an der blauen Linie oder an den blauen Punkten unten, dass diejenigen Befragten, welche angegeben haben, dass sie schwere Einschränkungen haben, über die Zeit relativ stabil geblieben sind mit ungefähr 2%. Was bedeutet dies nun alles für das Management, wenn wir mit unseren Patienten kommunizieren müssen und dürfen? Im Gespräch mit den Patienten erfahren wir häufig, dass sie sich unverstanden fühlen, dass sie mit Vorurteilen konfrontiert werden. Und ich sehe es als unsere zentrale Aufgabe, dass wir den Betroffenen gut zuhören und ihnen auch Vertrauen schenken. Und wir müssen einfach mit dieser Ungewissheit, dass wir noch keinen beweisenden Test haben, umgehen können. Wir haben Beschwerden, es wäre ideal, wir könnten wie Sarah Judin dann einen Urinstatus machen und wir hätten die Diagnose. Das gibt es im Moment leider noch nicht. Post-Covid ist eine Ausschlussdiagnose, das heißt, wir müssen Differentialdiagnosen bedenken und diese, wie gesagt, ausschließen. Und ich möchte Ihnen diese Tabelle zeigen. Eine Masterstudentin von uns, die hat die 115 Patientinnen und Patienten, welche wir im ersten Jahr in unserer Post-Covid-Sprechstunde gesehen haben, hat sie einmal geschaut, wie viele haben eine neue Diagnose bekommen. Und das waren bis zu 40%. Und darunter finden wir auch gravierende Erkrankungen wie einen fortgeschrittenen Hirntumor, eine interstitielle Lungenerkrankung oder auch eine Lungenembolie. Das heißt, wir müssen wirklich eine sorgfältige Anamnese machen und entsprechende Abklärungen dann auch einleiten. Jetzt, wie gehen Sie vor in der Hausarztpraxis? Es gibt Good News. In den nächsten Tagen und Wochen gibt es Schweizer Guidelines, welche sich genau an Sie von der Grundversorgung wenden, wo Sie entnehmen können, wie Sie Ihre Patientenmanagement oder Ihr Patientenmanagement aufgleisen können. Und Sie sehen auf der rechten Seite auf diesem Pathway auch, dass Sie hier eine absolut zentrale Rolle haben in der Versorgung der Patientinnen und Patienten. Die Guidelines sind symptombasiert aufgebaut, das heißt, sie finden darin häufige Symptome wie beispielsweise Fatigue oder kognitive Störungen und dazu dann Tipps für differentialdiagnostische Abklärungen und auch mögliche Therapien. Wobei das mit den Therapien ja etwas unbefriedigend ist, weil wir natürlich im Moment, und das wissen Sie, noch keine kausalen Therapien besitzen. Die Leute, die schwer betroffenen Patientinnen und Patienten sind verzweifelt und sind sehr bereit, sehr viele, auch sehr, je nachdem, risikoreiche, experimentelle Therapien über sich ergehen zu lassen, dies auch unter Einsatz der eigenen finanziellen Mittel. Und ich denke, auch da liegt eine wichtige zentrale Aufgabe von uns, dass wir den Dialog mit den Patientinnen und Patienten suchen und je nachdem da eben auch etwas schützend ihnen zusprechen. Die aktuellen Empfehlungen sagen oder empfehlen ein multimodales Therapiekonzept, welches sowohl somatische, aber eben auch mentale Aspekte adressiert.
Ganz im Zentrum steht das Selbstmanagement der Patientinnen und Patienten. Ich werde darauf ganz kurz nachher noch zurückkommen, ergänzend mit therapeutischen Maßnahmen, Physiotherapie, Ergotherapie, da geht es auch ums Energiemanagement und es braucht Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung, allenfalls mit einer Therapie, mit Selbsthilfegruppen, mit Resilienzgruppen. Weil wenn man so aus dem Lebensalltag gerissen wird und sein Leben nicht mehr normal leben kann, das macht auch etwas mit einem. Jetzt, was heißt Energiemanagement? Das wird häufig auch unter dem Begriff Pacing, finden Sie das auch in den Medien. Das heißt, dass die Patientinnen und Patienten lernen müssen, mit ihren Energieressourcen über den Tag zu haushalten. Das heißt, sie müssen den Alltag so strukturieren, dass sie nicht an ihre Limiten kommen, damit wir eben vermeiden können, dass sie diese Crashs erleiden und so wieder um Wochen, je nachdem, eben in ihrer Genesung wieder zurückgeworfen werden. Wo finden wir allenfalls, wenn wir Fragen haben, wir als Betreuende, aber auch unsere Patientinnen und Patienten, Informationen und Hilfe? Es gibt in der Schweiz 2 Webseiten, eine auf Deutsch, die Altea-Webseite, eine auf Französisch und Englisch, Raphael, diese ist vom Universitätsspital Genf. Da findet man relevante Informationen zu der Erkrankung, Tipps zum Management. Und auf dieser Webseite werden dann eben auch diese Schweizer Richtlinien hochgeschaltet. Diese sollten in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und auch in englischer Sprache eben in den nächsten Wochen erscheinen. Unsere Patientinnen und Patienten fragen uns auch immer nach medikamentöser Unterstützung. Es gibt im Moment keine Evidenz für wirklich eine gute Behandlung. Ich habe eine Recherche noch durchgeführt in den letzten Wochen. Weltweit sind glücklicherweise jetzt sehr viele Studien am Laufen, wo verschiedene Therapiestrategien untersucht werden. In der Schweiz sind registriert 2 Medikamentenstudien. Ich habe gestern Abend noch gesehen, Zürich macht jetzt auch gerade, ist in einer Rekrutierungsphase. Also die Studien sind jetzt am Laufen, die werden kommen und wir warten natürlich alle mit Spannung dann auch auf die Resultate, damit wir mit gutem Gewissen unseren Patientinnen und Patienten etwas anbieten können. Auch wir vom Unispital beteiligen uns an einem Forschungsprojekt, wir von der medizinischen Poliklinik zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Psychosomatik sind in einem europäischen Konsortium zur Erforschung von Long-Covid zusammengekommen. Wir versuchen einerseits etwas zur Pathophysiologie, zu allfälligen Biomarkern herauszufinden. Wir sind aber auch daran, Interventionen zu entwickeln, welche wir dann auch prüfen möchten, damit wir unseren Patientinnen und Patienten etwas anbieten können. Somit komme ich eigentlich bereits zum Schluss meiner Präsentation. Grundsätzlich können wir das Ausmaß des Post-Covid-Syndroms aktuell nicht richtig abschätzen. Es ist eine schwierige Diagnose. Die Diagnosestellung stellt uns vor Herausforderungen, insbesondere da wir uns auf die klinische Präsentation verlassen müssen. Diese sehr unspezifisch ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir Differentialdiagnosen bedenken und auch abklären. Im Zentrum des Managements steht im Moment das Selbstmanagement und supportive Therapieansätze. Wir in den Sprechstunden sollten die Patientinnen und Patienten unterstützen und begleiten. Damit wir aber zukünftig bald und schnell effektive Maßnahmen haben, denke ich, ist eine obligate Vernetzung der Betroffenen, dann auch von Ihnen in der ärztlichen Grundversorgung, den Spezialsprechstunden, aber auch den Forschungsteam wichtig, dass wir da zielgerichtete Therapieansätze erforschen und studieren können. Damit schließe ich meine Präsentation ab und stehe für Fragen auch gerne zur Verfügung.
versuche ich es noch einmal, ja. Wenn man dieses Post-Covid anschaut, hat man das Gefühl, es ist ein riesiger Topf mit ganz vielen Sachen drin. Oder? Ich meine, wir haben ja so Zustände schon lange gekannt, nach EBV-Infektionen, nach Lyme Disease zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es auch die Post-ICU-Probleme. Und dann gibt es einen Teil der Patienten, wo man das Gefühl hat, es gibt diesen Hallmark-Symptom mit dem Post-Exertional Fatigue. Und deswegen ist auch diese wichtige Frage, die gekommen ist, gibt es relevante Unterschiede zwischen Post-Covid, Chronic Fatigue-Syndrom und Post-ICU-Syndrom? Kannst du vielleicht da ein bisschen das kommentieren? Also herzlichen Dank für die Frage. Also ich glaube eben, du hast das schon angetönt. Ich denke, es ist ein Risikotopf und wir haben noch nicht wirklich geschafft, diesen Topf so wirklich gut zu entwirren. Ich denke eben, wir haben, wie du gesagt hast, diese Post-ICU-Patienten. Ich meine, da können wir natürlich mit der Anamnese schon viel herausfinden. Die Patientinnen und Patienten, die wir aber jetzt hauptsächlich bei uns in der Sprechstunde sehen, und ich kann mir vorstellen, das geht, ist bei Ihnen ähnlich, sind eigentlich Patientinnen und Patienten mit initial leichten Verläufen. Also das heißt, da haben wir schon dieses Post-ICU-Syndrom, spielt da keine Rolle mehr. Vielleicht so als, also ich denke, mit der Anamnese kann man da sicher etwas schon herausnehmen. Und ich denke eben, dieses Chronic Fatigue Syndrom, das kennen wir von anderen Erkrankungen. Es gibt da jetzt auch schon sehr viel Literatur, die da viele Überlappungen eben zeigen. Und ich denke, was aktuell halt einfach bedeutsam ist, dass doch halt so viele Patientinnen und Patienten davon betroffen sind. Ich meine, grundsätzlich hat sich die ganze Schweiz mit dem SARS-CoV-2-Virus angesteckt. Wenn wir davon ausgehen, dass 2% der Bevölkerung da wirklich relevante gesundheitliche Einschränkungen davonträgt, dann ist das jetzt natürlich ein riesiger Topf. Und da müssen wir natürlich auch handeln und wir können lernen von den Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben von früher, aber es braucht da sicher noch viel Forschung dazu. Und vielleicht, du hast erwähnt, oder ganz wichtig ist, dass einmal, dass man diese Patientinnen und Patienten eigentlich internistisch gut abklärt, weil es gibt natürlich viele, viele mögliche Ursachen, die für so eine Symptomatik verantwortlich sein könnten. Und man sollte strukturiert da vorgehen. Kannst du hast erwähnt, es gibt jetzt neue Schweizer Richtlinien, die kommen werden. Kannst du vielleicht uns ein bisschen verraten, was da vielleicht so tendenziell drinsteht? Ich meine, du hast gesagt, eben internistisch gut abklären, dann taucht aber oft ein MRI des Schädels auf, oder? Ich meine, was muss man genau machen und wie standardisiert abklären? Es gibt ja auch viele zum Beispiel Fragebögen oder zu Depressionabklärung oder so, die empfohlen werden in anderen Ländern, um standardisiert vorzugehen bei diesen Patientinnen und Patienten. Also jetzt gemäß den Schweizer Richtlinien wird so eine Basisabklärung mit Labor wird vorgeschlagen, was da alles dazu gehört. Das sind so die üblichen Verdächtigen, dass wir natürlich die Anämie suchen, einen Eisenmangel je nachdem suchen und so weiter. Das finden Sie alles dann eben schriftlich in diesen Richtlinien. Und dann wird, wie gesagt, eben dieser symptomorientierte Approach empfohlen. Beispielsweise eben das MRI wird dann nur empfohlen, wenn wir Hinweise haben für sekundäre Ursachen. Also ich denke, du hast das richtig gesagt, also eine gute klinische oder internistische Untersuchung gehört dazu und dann wirklich eine individuelle Evaluation, welche weiteren Abklärungen wir da dann machen und wirklich nur begründet, wenn wir auch Hinweise da haben, dass wir uns da nicht verlieren, in dass wir da unzählige Abklärungen dann auch machen, die überhaupt nicht nötig sind. Und die meisten Patientinnen und Patienten, also eben, ich habe Ihnen auch gezeigt, eben diese Patientin mit diesem Glioblastom beispielsweise, die hatte dann ja schon eine Auffälligkeit in der klinischen Untersuchung. Also wir finden da ja dann schon etwas, wenn wir eben eine Anamnese machen und eine klinische Untersuchung machen
Und etwas ganz Wichtiges, denke ich, ist auch, dass wir natürlich auch immer fragen, ob diese Beschwerden neu sind. Oder? Und bei dieser Patientin war dann natürlich auch zu eruieren, dass das schon etwas vorher begonnen hat. Und das sind ja auch Hinweise, dass vielleicht doch etwas anderes dahinter steckt. Und das ist sowieso immer zentral. Dann heißt es konkret eben, es gibt keine Rolle für Bestimmung von irgendwelchen Interleukine oder andere spezielle Entzündungsmarker und so. Das hilft nicht und sollte man nicht tun. Nein, sollte man nicht tun. Wird getan, wir erleben das in unserer Sprechstunde, die kommen mit Listen von Laborabklärungen und wollen dann einzelne Laborwerte erklärt bekommen, die wir natürlich so in diesem Kontext auch nicht erklären können. Also nein, im Moment ist da gar nichts empfohlen. Eben dafür braucht es die Studien, die das gut abklären mit Kontrollgruppen, dass das wirklich sauber voneinander getrennt werden kann. Und das hat bei uns in unserer Sprechstunde keinen Stellenwert. Und ich denke, bei Ihnen in der Hausarztpraxis sicher auch nicht. Dann viele dieser Patientinnen und Patienten haben eine Erschöpfung, sie haben aber auch respiratorische Symptome. Am Anfang der ganzen Geschichte hat man dann häufig zum Teil zum Beispiel Spiroergometrien gemacht. Ist die Spiroergometrie jetzt explizit kontraindiziert, weil man löst dann einen Crash aus? Oder gibt es doch eine Indikation und wie soll man das handhaben? Also die Betroffenen, die kennen meistens ihr Leistungslimit. Also das heißt, man kann das auch mit ihnen eben besprechen, welche allfälligen Untersuchungen zu welchem Zeitpunkt auch durchgeführt werden können. In der Tat ist es so, dass wir nicht in allen Fällen gerade schon zu Beginn eben eine Spirometrie machen, um eben da keine Crashs auszulösen. Aber man muss das immer individuell entscheiden mit den Patientinnen und Patienten. Und die kennen sich ja schon sehr gut, die spüren sich gut und grundsätzlich sind die auch sehr gewillt und motiviert, ja mitzumachen. Also im Gegensatz zu Patienten mit Depressionen, die ja gar nicht möchten. Also die sind ja sehr bereit eigentlich und würden gerne. Ja, okay. Gut, dann sind wir am Schluss dieser Session. Ich danke ganz herzlich den Referentinnen und Referenten. Danke Ihnen fürs Mitmachen.